Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Okay. Ja, Spaß. Wenn du damit fertig bist, kannst du dann das Klo reparieren. Hast du das? Jetzt ist der Computer kaputt. Wollt ihr mich gerade verarschen oder sowas? Das ist nicht dir ernst, oder ist das Teil da auch kaputt? Sag nicht, der Kackofen ist schon wieder kaputt, Alter. Ach nee, sag nicht, der Kackkühlschrank ist jetzt auch noch kaputt. Tutti Frutti, nein. Flotti Tot, vergiss das. Vergesst es einfach, vergesst es. Oh, und da geht es auch schon weiter mit dem Let's Play Sims 4. An der genau gleichen Stelle wie vorher auch. Nun muss das hier auch noch zocken. Ja, genau, noch nicht begonnen. Du hörst dann jetzt hier mal auf, denn du musst dir noch etwas zu essen kochen. So, und du? Ich habe gesagt, du zockst jetzt. Denn es sind nämlich nur noch, schon wieder nur noch 3 Stunden bis zur Arbeit. Okay, da geht der Hunger auch schon wieder hoch. Du kannst jetzt hier zocken. 50% erledigt. Sehr gut. Oh, der hat Hunger. Aber komm, das kann er noch schnell erledigen. Ich hab gesagt, das kann er noch schnell. Jetzt ist der Computer kaputt. Wollt ihr mich gerade verarschen oder sowas? Dann wird das natürlich nichts. Und du, was ist mit dir? Wo bist du? Da bist du. Hallo. Jetzt geh ja verdammt nochmal arbeiten. Genau. Dann. Alter, die Zeit geht gerade irgendwie sau schnell vorbei, ne? Das ist echt cool. Nicht cool, aber. Also hier in-game geht die Zeit sau schnell vorbei. Ja komm, gibt's doch mal einen Tag, wo du nicht böse gelaunt aus der Arbeit, genau. Von der Arbeit kommst, Alter, ohne Spaß, Alter. Problembericht. Wieso spreche ich den Kack immer so komisch aus, Alter? Dawid hat einen Softwarebereich entdeckt, der vor... Ja komm. Dawid hat einen Softwarebereich entdeckt, der voller Fehler steckt. Er kann sich abrackern und alle Fehler selbst aufnehmen oder seinen eifrigen Kollegen bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich habe diese Aufgabe schon mal bekommen, also dieses Teil da. Ich weiß aber nicht mehr, was ich damals genommen hatte. Ich glaube, ich gebe mal die Aufgabe weiter. Genau wie es sich Dawid gedacht hatte, ist sein Kollege ganz wild darauf, sein Können unter Beweis zu stellen und macht sich dran, stundenlang jeden kleinsten Fehler zu katalogisieren. Schön für ihn und schön für Dawid, der dazu echt nicht den Nerv gehabt hätte. Aha. Passiert also überhaupt nichts. Okay, na dann. Okay, das müssen wir gleich machen. Bei jemandem wüten und toben. Du musst gleich ziemlich dringend pennen gehen, würde ich einfach mal behaupten jetzt. Ja, wenn die dann bald mal von der Arbeit kommen würden, fänd ich super, ey. Fänd ich beste, ey. Bis 18 Uhr bleiben die weg, wa? Okay, der wird dann auch gleich, nicht gleich, aber der wird dann auch bald aufsteigen. Also halt befördert werden. Und so 20 Minuten, 10 Minuten und da ist er auch schon. Da, Beförderung, sag ich doch. Ja, das gleiche wie der Dawid auch ist. Dann wirst du jetzt hier pennen gehen. Alter, sind die müde, ey, meine Fresse. Mal wieder die Nacht durchgezockt oder was? Und da haben wir einen schönen Bluescreen. Den kann der gute The Gateway dann gleich mal beheben. Würde ich einfach mal behaupten.
So, wenn der dann auch gleich von der Arbeit zu Hause ist, warum flimmert das so? Aha. Okay, du gehst trotzdem jetzt hier pennen. Alter, der fällt ja gleich tot um, Alter, so müde wie der ist, ey. Okay, das ist natürlich leider alles sehr, 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 sehr. Also die Werte sind sehr niedrig. Heißt, das muss ich jetzt erstmal aufbessern, bevor der Computer repariert werden kann. Du kannst ja hier jetzt noch etwas zu essen kochen. Und etwas essen. Was ist mit dem? Ja, der muss auch essen jetzt. Ja, macht ja auch mal was. Alter. Ich habe gesagt, du sollst hier was kochen. Na super, hat er das eben das Geld abgezogen. Der hat nichts gemacht und das Geld habe ich aber nicht wiederbekommen. Super, wundervoll. Wir waren ja nicht, zum Glück nur drei Dings. Alter, was ist los mit denen? Die sind ja beide voll böse. Ja, die sind voll angespannt wahrscheinlich, weil der Computer kaputt ist, wa? Kannst du nochmal machen oder so? Okay. Ja, koch jetzt schneller. Ach, das hättest du vorher nicht machen können. Ne, ist ja so, das stand da ja voll im Weg, natürlich. Ja, ja. Okay, dann erstmal. Aber kannst dich ja mit dem David unterhalten. Setz dich jetzt hin, du Kackpratzen, Alter. Danke. Dann geht mir sozial auch wieder ein bisschen nach oben. Okay, dann könnt ihr euch noch fertig unterhalten, damit das Soziale wieder hochgeht. Ja, dann halt nicht. Du wirst aber jetzt, also du gehst jetzt erstmal hier das da verwenden. Du. Der jetzt schon wieder wütend, ne? Ohne Spaß. Und du musst du mal duschen, würde ich sagen. Was macht der da draußen? Hat der wieder die Mülltonne getreten oder wie? Dann kannst du dich mal dran machen und den Computer reparieren und solche ersetzen. Komm, versuch's einfach mal, den zu ersetzen. Einmal ist bei sowas nämlich schon jemand in Sims gestorben. Deshalb bin ich da immer ein bisschen vorsichtig in letzter Zeit. Also der hat halt einen derben Stromschlag bekommen und... ärgerliches Häuflein machen, ist klar. Ach ja, also das liebe ich halt an dem Spiel so teilweise. Die Namen, die so vergeben werden und das Ganze. Du kannst auch schon mal duschen gehen. Was muss der noch machen? Du musst noch zocken. Ich bin wieder beschämt, weil ich natürlich nicht gesehen habe, dass da drinnen ist. Natürlich, nein, habe ich nicht gesehen. Nein, nee, auf gar keinen Fall. Meine Fresse, ey. Nein, du wirst nicht im Internet surfen. Das ist nicht gut, wenn Leute im Internet surfen. Das ist nicht korrekt, sowas. Ganz schlimm. Nein, natürlich nicht. Ist er gerade da am Pennen oder was tut der da? Der hat sich unter der Decke verkrochen. Aha. Du bist das eigentlich auch ein Mülleimer. Ja, was auch sonst, ne? Ich würde sagen, du kannst dann auch mal was einschmeißen wieder. Mal wieder dein geliebtes Rührei. Jedenfalls im Moment so verliebt, ne? So, weil er das halt oft isst, wisst ihr. Dann wirst du das hier jetzt mal kurz die Teile plündern. Sofort. Hast du? Okay, dann wirst du das jetzt wegwerfen. Der ist am Essen. Okay. Dann isst du jetzt auch mal was. Oder was ist das? Da. Nein. Nein. Boah. Mann, jetzt kocht ihr einfach was. Meine Fresse, ist das denn so schwer?
Halt die Fresse und koch, Mann, meine Güte. Warum hat... Ach so, das ist The Gable. Ich wollte mich gerade schon beschweren, dass der schon wieder... Ach, sag ich jetzt mal nicht so. Ja, ess jetzt meine Fresse, ey. Also manchmal sind die echt ein bisschen... Ne? Also... Ja, komm, ess jetzt schnell und dann... zu pennen gehen. Okay, sozial ist natürlich ganz am Arsch bei dem gerade. Was kann man denn dann noch machen? Ich würde sagen, du gehst dann trotzdem erstmal pennen, wa? Der ist jetzt nicht die DDR und so, der ist jetzt das Teil auch kaputt. Egal. Du musst nämlich noch zocken. Ja, noch ein bisschen und... 2 Tage bis zur Arbeit. Ach, es ist Wochenende. Okay. Okay. Dann geht bei ihm gerade der Spaß hoch. Du hast gleich genug geschlafen und dann musst du irgendwas Soziales machen. Warum geht das jetzt? Achso, das ist Hunger. Ja, okay. das reparierst du jetzt. Ist voll sozial auf jeden Fall. Dusche reparieren. Abgeschlossen. Okay. Was hat der The Gaby das auch abgeschlossen? Ja. Dann musst du das jetzt verwenden. Was ist mit dir? Mach mal deinem Ärger Luft. Ja, und dann machst du mal was Soziales. Ja, lernt euch mal ein bisschen mehr kennen, ja? Lernt euch einfach mal kennen, ihr seid immer eine Wiki. Okay. Das ist eigentlich der Unwohl. Muss pieseln. Aha, ja, dann geh doch einfach. Meine Fresse, ist das denn so schwer? Ja, gleich ist sozial wieder ganz oben. So, dann kannst du jetzt auch mal aufhören mit dem zu labern. Und du, ein bisschen besser wieder jedenfalls. Kannst du es. Ja, mach mal. Dann wirst du dir hier so nochmal was. Kannst ja auch mal. Sag nicht, der macht das jetzt schon alleine. Was macht der? Cerelalien, genau. Cerelalien heißt das auf jeden Fall. Du. Okay. Duschen. Essen kannst danach. Du räumst jetzt hier mal ein bisschen auf. Ja, mach mal ein bisschen was Soziales hier für die, für unsere Wohngemeinschaft hier. Okay, der ist dann jetzt auch. Laber nicht, sondern ist meine Fresse, ist das denn so schwer? Du kochst dann auch noch etwas. Alter, was zur Hölle? Ist das der Müllberg etwa oder was ist das? Müllpflanze? Okay. Okay, dann wird die natürlich gleich mal jemand entfernen müssen. Sag nicht, der Kackofen ist schon wieder kaputt, Alter. Mensch, geht doch echt alles kaputt, ey. Tja, wäre das halt mal nicht so ein Billo-Zeugs, ne? Dann wirst du das jetzt hier einmal entsorgen, diese Müllpflanze. Alter. Muss man hier, also kann man bei der Mülltonne noch irgendwas machen? Irgendwie, nein, dann nicht. Was wollte ich noch? Genau, dann kannst du das hier jetzt mal reparieren liegen. Ich hoffe, du stirbst nicht dabei, denn ich glaube, das war sogar beim Ofen reparieren. Wo... derjenige gestorben ist. Also er hat erst einen leichten Stromschlag bekommen und dann nochmal einen etwas härteren und durch den ist er dann gestorben.
Ich weiß nicht, wie man das verhindern kann. Ich hoffe mal, dass es immer so ist, dass der erst einen leichten bekommt und dann erst einen schweren. Das heißt, dass man dann da zwischendrin nochmal eingreifen kann und den dann irgendwie ersetzen, den Ofen, anstatt zu reparieren oder so. Ja, du hast deinen Spaß. Wenn du damit fertig bist, kannst du dann das Klo reparieren. Und dann muss er auch schon da pennen gehen, denn die Energie ist auch schon wieder ziemlich weg. Okay, sag nicht, er hat's repariert. Ja, geil, Lomatico, wa? Ach nein, ist noch nicht fertig. Nee, Mann, bist du lahmartig, ja, ja. Ja, lass dir ruhig Zeit, lass dir ruhig. Ja, und du auch, ja, ja. Ja, muss mal ein bisschen vorspulen, würde ich mal sagen. Okay, er ist fertig. Dann kannst du David helfen und das schon mal aufwischen. Und du gehst. Was wollte ich jetzt mit dem? Ja, hier. Teile plündern. Hastet bald. Meine Fresse, dauert das. Du kannst dir dann auch noch mal etwas zu essen kochen. Ich mach erstmal Fischtacos. Das kannst du wegwerfen. Und ich würde sagen, danach geht der mal ein bisschen duschen. Ein bisschen duschen. Ja, na los, geh mal duschen. Und dann geht der auch schon pennen. Ach genau, was ich noch machen wollte, oder besser gesagt, was der David wollte, dass ich das mache. Das Outfit. Was ist denn das? Ich will einfach... Irgendwie muss man noch das Outfit verändern können, oder? Also, dass der ganz anderes Outfit hat. Denn der David hat sich... Ja, Tatsache. Der David hat sich nämlich... über die Abendkleidung beschwert. Ja, okay, der Rest ist ja okay. Dann wirst du hier jetzt andere Abendkleidung bekommen. Hier, so was hier und... Gibt's natürlich nichts, ist klar. Nein, nicht keine Hose. Ach ja, so, einfach ein Anzug. Du hast bei Abendkleidung... Na, das gefällt mir aber auch nicht. Warum habe ich so eine Kacke genommen, Alter? Ohne Spaß jetzt, ne? Warum hat der andere Sachen? Hat er nicht, okay. Du kriegst jetzt einfach auch einen Anzug. Verarschen. Achso, die gibt's in anderen Farben. Ja, das müssen die gleichen sein, oder? Ja. Dann. Passt das doch so. Das wollte ich noch ändern, bevor es in die nächste Folge geht. So. Du kannst dann jetzt auch schon mal pennen gehen. Du hast da deinen Spaß und bist noch am Fressen und danach kannst du auch pennen gehen. ja, räum einfach auf, ja? Ja, was? Du sollst aufräumen. Bevor du pennen gehst, wird hier erstmal aufgeräumt. Ja, erstmal aufräumen, das ist immer wichtig, ja? Immer, immer sehr wichtig, aufzuräumen. Bevor man schlafen geht. So. Das heißt, die Energie schon wieder voll auf. Okay. Jetzt ist dem wieder unwohl, ey. Meine Fresse. Wird wahrscheinlich jeden Tag sein, wenn da so eine... Wenn das Bett weiterhin so schlecht bleibt. Aber... Das wird sich natürlich bald ändern. Okay, okay. Da ist alles voll. Einfach mal alles weglegen, bitte. Die ganzen Bücher. Ach komm, mach hin. Dann das da.
Weglegen. Weglegen. Und dann malst du mal wieder. Okay. Ja, sei mal ruhig angespannt. Ich würde jetzt ganz gerne mal ein Turnier machen, so ein richtiges. Also eben, das musste ja leider irgendwie abgebrochen werden. Okay, einen Tag noch. Du bist hier fleißig am Malen, oder wie? Okay. Was ist das denn? Mit Sim First Name plaudern? Was zur Hölle? Was ist denn Sim First Name? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was ist jetzt schon wieder los? Der hat gleich Hunger. Du musst gleich aufs Klo. Ja, hast es bald? Hat er das Turnier eigentlich gewonnen? 35. Sieht fast danach aus, wa? Ja, dann bleib mal sozial noch, ne? Du bist bald fertig. Und du benutzt das schon mal. Du genau essen. So, das kannst du an Sammler verkaufen. Diese Lache von dem immer, ne? Ohne Spaß. Das kannst du hier. Nein, nicht. Ach ja, räum's halt auf. Ich wollte eigentlich, dass er das weitermacht, aber nee. Ein Buch zu Ende lesen. Eine Bar. Ja, eine Knack. Klar, hier kommt noch natürlich eine richtig fette Bar rein. Das muss ja wohl, ne? Also, ist klar, natürlich. Warum eigentlich nicht, ne? Was? Okay. Inspiriert werden. Trinkgeld verdienen und mit jemandem über Träume sprechen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal damit an, dass du David kennenlernst. Oder, ja, sprech mal, ja, sprech einfach mal. Ah, nebenbei zocken, okay. Ach nein, der hockt sich nur hin. Oh, super. Die Zahl geht natürlich ziemlich hoch. Das hier kannst du noch schnell an Sammler verkaufen. Und du musst jetzt essen. Ich habe einen Plan vorschlagen, okay. Du. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel die verdient haben. Gehst jetzt erstmal hier hin. Wie die alle nicht kochen können am Anfang, ne? Ohne Spaß. Sieht echt lächerlich aus teilweise. Hat er den Löffel nicht gefangen? Warum hat er den überhaupt hochgeworfen, frage ich mich da. Ach nee, sag nicht, der Kack-Kühlschrank ist jetzt auch noch kaputt. Naja. Alles geht gerade kaputt irgendwie. Was muss denn der noch machen? Der muss gleich. In 11 Stunden muss er zur Arbeit. Der braucht Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Was wollt der machen? Achso. Warum liegt da schon wieder Müll davor, Alter? Ich versteh's nicht. Wegwerfen. Das heißt, aufwischen.
So, das ging ja. Tutti frutti, nein. Flotti tot, flau, vergisst es. Vergesst es einfach, vergesst es. Der pennt, der duscht jetzt erst einmal. Naja, ne. Dann das hier. Und dann das hier. Genau. Der hier. Okay, ich würde sagen, damit ist diese Folge auch schon vorbei. In der nächsten Folge werde ich eventuell mich mal wieder an die Charaktererstellung setzen. Denn auf Dauer könnte ich mir gut vorstellen, dass das hier allein mit diesen zwei Junggesellen hier, ne? Mit diesen zwei, ja, ne? Auf Dauer ein bisschen langweilig wird, weil es ja immer das Gleiche ist. Immer arbeiten und die Bedürfnisse wieder auffüllen. Und da nebenbei ein bisschen zocken, ne? Und deshalb wollen wir dann ein bisschen Leben in die Bude kriegen. Und lasst euch einfach mal überraschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!